Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an Ihrer Angst fest. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich möchte sagen, tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Mein Name ist Piri Baumeister. Ich bin Schauspielerin und ich rede gerne Blödsinn. Und die Pandemie, die hat mir gezeigt, dass Blödsinn reden ganz einfach sein kann. Man muss nur die Pandemie erwähnen und dann zwei Gegensätze aneinander hängen. Also, zum Beispiel. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Verzweiflung auch Glück sein kann. Die Pandemie hat mir sogar gezeigt, dass oben auch unten sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass ich jeden Blödsinn sagen kann, solange ich mir dabei die Hand aufs Herz lege und eindringlich in die Kamera schaue. Also tue ich das jetzt. Ich lege meine Hand aufs Herz. Ich blicke eindringlich in die Kamera und spreche: Bleiben Sie gesund und vertrauen Sie den Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Ken Duken, soweit ich weiß. Und ich bin Schauspieler, glaube ich. Ich bin seit einiger Zeit so verunsichert. Wobei ich mir allerdings ziemlich sicher bin, ist, dass wir im Moment nicht sicher sind. Denn wenn sich diejenigen, die sich eigentlich sicher sein sollten, dass wir sicher sind, unsicher sind, ob wir nicht vielleicht doch unsicher sind, wie soll sich dann jemand wie ich sicher fühlen? Und sicherlich ist Sicherheit am allerwichtigsten. Deshalb unterstütze ich die Corona-Maßnahmen. Egal, welche dann mal wieder an der Reihe sind, damit wir alle sicher sind. Aber um wirklich sicher zu gehen, muss man jeden Tag nachschauen. Denn was heute sicher ist, ist morgen vielleicht schon unsicher. Nun ja, wenn wir so weitermachen, verunsichern wir vielleicht sogar das Virus. Und am Ende ist das womöglich sinnvoller, als rechtzeitig Impfstoff zu bestellen. Wer weiß. Aber bis wir uns sicher sein können, dass die Pandemie vorbei ist, bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Welche auch immer genau an diesem Tag sicher sind. Wobei, wir können
uns eigentlich sicher sein, dass die Pandemie vorbei ist? Da können wir uns eigentlich nie sicher sein. Und weil man sich mit der Sicherheit nicht sicher sein kann, bleibt am Ende nur ein Weg. Noch mehr Sicherheit. Wie gesagt, ich bin letztlich so verunsichert. Hallo, mein Name ist Felix Klare. Ich bin Schauspieler, bin Vater von 4 Kindern und mache seit geraumer Zeit mit ihnen Homeschooling. Und weil der Staat ja neuerdings wieder ziemlich klare Ansagen macht, mache ich das mit meinen Kindern jetzt auch. Neulich habe ich auf dem Dachboden die Tagebücher meines Urgroßvaters gefunden. Und da konnte ich mir einige Sachen ziemlich gut abgucken. Zum Beispiel müssen meine Kinder jetzt immer sofort aufstehen, wenn ich den Raum betrete. Und wenn sie frech sind und wieder Worte geben, bekommen sie eins hinter die Ohren. Und im Wiederholungsfall werden sie schon auch mal übers Knie gelegt oder müssen mit Eselsmütze in der Ecke stehen. Klar, es fällt mir nicht immer leicht, aber ich mache das letztendlich für meine Kinder, damit sie lernen, was es heißt, Verantwortung später zu übernehmen. Letztendlich für uns alle und für die Menschen, die mir wichtig sind. In diesem Sinne bitte ich Sie, bleiben Sie gesund, unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und erziehen Sie Ihre Kinder bitte zur Disziplin und Hygiene. Vielen Dank. Mein Name ist Nina Gummich. Ich bin Schauspielerin und ich mache mich stark für die Meinungsfreiheit. Besonders jetzt, während so turbulenten Zeiten wie der Corona-Pandemie. Deswegen habe ich mich in den letzten Monaten Stück für Stück von meiner eigenen Meinung befreit. Und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut damit. Eine eigene Meinung zu haben ist momentan tatsächlich krass unsolidarisch. Führt zu immer mehr Infizierten. Und verunsichert nicht nur mich selbst, sondern auch mein gesamtes Umfeld. Und das muss ja nicht sein. Es ist für uns alle am besten, wenn wir einfach das wiedergeben, was uns von der Bundesregierung aufgetragen wird. Denn nur so können wir uns in der Gemeinschaft wieder solidarisch und aufgehoben fühlen. Und für die Karriere ist es auch besser. Also mein Ratschlag für alle, die noch was werden wollen: Befreit euch von eurer eigenen Meinung. Keine Meinung ist die beste Meinung. Ich bin Martin Brambach, Schauspieler, und ich habe im letzten Jahr angefangen, solidarisch mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Ich bin ein eher unsicherer Mensch und brauche klare Regeln. Und es tut mir gut, wenn ich andere darauf hinweisen kann, was sie falsch machen. Und es gibt ja ständig neue Maßnahmen und Regelungen. Ich halte mich immer auf dem Laufenden. Da bin ich der Erste, der das weiß und kann den Menschen in meiner Umgebung sagen, was sie falsch machen. Besonders freue ich mich, wenn ich jemanden ohne Maske erwische. Den mache ich fertig. Dem sage ich dann, dass er ein rücksichtsloses Arschloch ist. Das ist für mich gelebte Solidarität. Weil am Ende ist das gut für uns alle. Bleibt gesund. Bleibt solidarisch. Haltet euch an die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Hallo, mein Name ist Katrin Osterhohl, ich bin Schauspielerin. Für viele ist das Virus ja abstrakt, für Kinder ist es das aber ganz besonders. Und damit sich auch meine Kinder verantwortungsvoll verhalten, haben wir bei uns zu Hause jetzt die Inzidenzregelung eingeführt. Jeden Morgen schreiben wir hier den gültigen Inzidenzwert auf diese Tafel, um das Ganze für die Kinder spürbar und erlebbar zu machen. Und deshalb hat dann dieser Wert, sobald das Licht brennt, auch ganz konkrete Auswirkungen auf das, was wir als Familie dürfen und was eben nicht. Ab einem Wert von 100 gibt es zum Beispiel sofort Fernseh- und Internetverbot. Ab einem Wert von 80 jetzt lediglich keine Süßigkeiten und nur einmal am Tag raus. Ab einem Wert von 50 gibt es so ein kleines Schmankerl. Also wir zeigen den Kindern dann immer so ein extra YouTube-Video zur Belohnung. Und wenn dann hier irgendwann mal eine 30 steht, dann, das ist fest versprochen, dann machen wir alle zusammen eine Fahrradtour. So,
Und damit das aber auch möglich wird, gibt es eben ab einem Wert von 150 kein Abendessen. Ab einem Wert von 200 Isolation im eigenen Zimmer und ab einem Wert von 250 wird das erste Kind zur Adoption freigegeben. Ab einem Wert von 300 dann das zweite. Bitte, bitte helfen Sie, dass ich meine Kinder behalten darf. Führen auch Sie die Inzidenzregelung in Ihrer Familie ein und unterstützen Sie so die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Mein Name ist Miriam Stein und ich bin Schauspielerin. Ich mache mir Sorgen. Ich finde, wir testen viel zu wenig. Es kann nicht angehen, dass Menschen denken, sie seien gesund, nur weil sie keine Symptome haben. Ich bin dafür, dass wir alle Altersgruppen, auch Kleinkinder und Säuglinge und ungeborene Babys im Mutterleib, zweimal täglich testen. Es muss Teil unseres Alltags werden, wie Zähneputzen. Zusätzlich zu unserer Sicherheit und weil er zuverlässiger ist, jeden zweiten Tag zum PCR-Test. Und zwar nur gegen Vorlage eines negativen Tests. Auch PCR und nicht älter als 24 Stunden. Alle Modellrechnungen sagen eindeutig, wir hätten dann innerhalb weniger Tage eine Inzidenz gleich null. Seien Sie solidarisch. Zum PCR-Test nur noch mit negativem PCR-Test. Ich bin Jörg Bunschuh und ich bin Schauspieler und ich mache mir Sorgen. Da draußen sind jetzt so viele Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen. Diese Menschen brauchen Aufklärung, sie brauchen Werbespots fürs Händewaschen und für Maskentragen. Sie brauchen Plakate, auf denen steht, dass sie diszipliniert sein sollen. Diese Menschen wollen diese Plakate. Das ist jetzt so wichtig. Hängt mehr Plakate auf, schaltet Werbespots, macht Werbung für Abstand und für Hygienemaßnahmen. Die Menschen sind so dumm, man muss ihnen genau sagen, was sie machen sollen. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Corona-Maßnahmen. Danke.